Die Wien-Wahl 2020 live in ORF 3. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus dem funkelnagelneuen Wien-Heute-Studio. Wir begleiten Sie live durch den Wahlkampf, so ausführlich wie noch nie zuvor. Guten Abend im Namen von ORF 3 und ORF Wien. Jeden Abend dieser Woche treten bei uns die SpitzenkandidatInnen aller im Landtag vertretenen Parteien gegeneinander an. Jeder gegen jeden macht insgesamt 15 Duelle, 3 pro Abend. Ja, und damit wir alle wissen, woran wir sind, gibt uns Politikwissenschaftler Professor Peter Filzmaier vor jedem Duell eine Orientierung mit Zahlen, Daten und mit seiner fachlichen Einschätzung. Guten Abend, Peter Filzmaier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Ingrid Thurnherr. Guten Abend, Paul Desarek. Danke für die Einladung. Gerne, wir freuen uns und nach den Duellen gleich anschließend dann bei mir die Analyserunde heute Abend mit der Innenpolitik-Ressortleiterin des Kurier Daniela Kittner und mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten Andreas Koller und auch Peter Filzmaier wird sich dann zu uns gesellen. Jetzt aber starten wir gleich in diesen ersten Duellabend mit Abstand, Plexiglas zwischen uns und mit diesen Paarungen. Wir beginnen mit dem Koalitionsduell. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ gegen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein von den Grünen. Dann treten Vizebürgermeister Dominik Knepp von der FPÖ und Christoph Wiederkehr von den Neos gegeneinander an. Und den Abschluss bilden Gernot Blümel von der ÖVP und Heinz-Christian Strache vom Team HC Strache. Herr Professor Filzmaier, den Anfang machen also Michael Ludwig und Birgit Hebein. Das wird ein spannendes Auftaktduell. Rot und Grün waren sich ja in zum Beispiel Verkehrsfragen wirklich nicht immer einig. Ihre Zielgruppen überschneiden sich aber teilweise. Wie können also Ihre Strategien heute ausschauen? Ja, danke, Paul Tesarek. Sehen wir uns die Ausgangslage für diese erste Diskussion einmal an. Einerseits anhand des Ergebnisses vom letzten Mal und andererseits anhand des aktuellen Umfragestandes. Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet. Die SPÖ hat bei der letzten Wien-Wahl im Jahr 2015 fast 40% der Stimmen erreicht und bei 40% liegt sie auch bei den Umfragen. Wir haben dafür nicht eine Umfrage hergenommen, sondern einfach den Durchschnitt der letzten 12 in Zeitungen veröffentlichten Umfragen berechnet. Bei den Grünen sieht das so aus, 11,8, also fast 12% der Stimmen bei der Wahl 2015. In den Umfragen liegt man bei im Durchschnitt 15%. Das wirklich Wichtige an diesen Zahlen ist allerdings, dass sich damit eine gemeinsame Regierungsmehrheit, wenn man denn weiter in einer Koalition sein will, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Mandaten ausgehen würde. Es wird also spannend, ob man sich nun schmeichelt oder im heftigen Streit aufeinander trifft bei dieser Diskussion. Ein Streitgrund, Paul Desarek hat es angesprochen, könnten die sich überschneidenden Wählergruppen sein. Allerdings bei der Wählerstromanalyse 2015 waren die Wählerwanderungen zwischen Rot und Grün gar nicht so groß. Die SPÖ hat von den Grünen 16.000 Stimmen gewonnen, umgekehrt 7.000 Stimmen verloren, also in Summe ein leichtes Plus für Rot bei weit über 1 Million Wahlberechtigten. Auch diesmal sind diese Zahlen allerdings sehr klein. Das würde also eher für Kampfkuscheln als heftigen Streit sprechen. Der Unterschied zwischen den beiden Parteien ist das Alter. Nein, das ist nicht uncharmant gegenüber den KandidatInnen gemeint, sondern bezieht sich auf die Wählerschaft. Das Wahlverhalten von unter 30-Jährigen und über 60-Jährigen bei Rot und Grün weicht nämlich stark voneinander ab. Die SPÖ hat bei der letzten Wahl bei den unter 30-Jährigen 35% der Stimmen erreicht, aber 45% nahe der absoluten Mehrheit bei der 60-Plus-Generation. Ganz anders bei den Grünen, die wären mit 5% der 60-Plus-Jährigen Stimmen mit Mühe und Not nur in den Gemeinderat und Landtag eingezogen, aber sie lagen bei 20% bei den unter 30-Jährigen, bei den jüngeren Frauen sogar noch besser. Das heißt, eigentlich müsste Michael Ludwig jetzt lauter Dinge sagen, die Pensionistinnen und Pensionisten ganz toll finden und Birgit Hebein sehr viel sagen, was bei Frauen und Jüngeren gut ankommt. Wie es ist, das werden wir jetzt gleich sehen bei Ingrid Thurnherr und Paul Desarek. Ganz genau.
Ganz genau, und damit kann es jetzt richtig losgehen mit dem ersten Duell. Herzlich willkommen, Bürgermeister Michael Ludwig. Schönen guten Abend, grüß Gott. Und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ich starte mit Ihnen, Frau Vizebürgermeisterin, mit dem Thema, das seit Monaten nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt bewegt, mit dem Umgang mit dem Coronavirus. Da scheint ja in Wien nicht alles so rund zu laufen, wie es könnte. Man muss oft sehr, sehr lange auf Tests warten. Die Zahlen steigen nach wie vor. Der Tourismus liegt im Argen. Dann wird in Wien beschlossen, dass sich seit heute Gäste registrieren müssen. Und als Sie das gestern in der ORF-Pressestunde kommentieren sollten, haben Sie eigentlich so gewirkt, als hätten Sie davon gar nichts gewusst und auch, als wären Sie damit nicht besonders glücklich. Was läuft denn schief mit dem Corona-Management in Wien? Zunächst einmal noch einmal schönen guten Abend. Wir sind in Wien ganz gut durch die Krise gekommen im Frühjahr. Also Wertschätzung allen Beteiligten, das ist einmal vorweg sehr wichtig festzuhalten. Das heißt, wir werden auch gut durch die jetzige Herausforderung kommen. Warum bin ich davon überzeugt? Weil es nur gemeinsam geht, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dringend zweiten Lockdown zu verhindern, weg von der roten Liste zu kommen. Das heißt, die Infektionszahlen müssen wir senken und das Management verbessern, damit tatsächlich alles schneller, rascher klappt, weil das sehr, sehr entscheidend ist. Das ist einmal Punkt eins. Punkt zwei, ich halte es wirklich für sehr wichtig, dass man jetzt der Bevölkerung auch klar sagt, was gilt nicht, welche Regeln sind einzuhalten, weil es wichtig ist, hier solidarisch zu sein. Und alle Überlegungen, die man jetzt medial austrägt, darüber hinaus oder Sperrstunde dann und dann, verunsichert Menschen nur. Und insofern habe ich sehr dafür plädiert, dass man einen gemeinsamen Weg geht, auch mit der Bundesregierung gemeinsam, dass auch die türkise Partei beenden soll, das Hickhack gegen Wien. Wir schaffen es nur gemeinsam. Gutes Stichwort, mit der Bundesregierung gemeinsam, Herr Bürgermeister. Da gab es letzten Freitag ein Krisentreffen, Bundeskanzler, alle Landeshauptleute. Sie waren nicht dabei. Vielleicht können Sie uns sagen, warum das so war. Und dann auch die Frage, ob Sie sich nicht den Vorwurf gefallen lassen müssen, im Sommer die Entwicklung ein wenig verschlafen zu haben. Denn alle haben gewusst, im Herbst wird es haarig und jetzt steht Wien da und muss erst sozusagen auf den letzten Drücker, wo man schon auf vielen roten Listen steht, nachlegen bei Personal und bei Kapazitäten. Ist da was falsch gelaufen? Also zum einen freue ich mich sehr, dass der Wiener Bürgermeister so bedeutsam ist, dass wenn er einmal bei einer Sitzung sich vertreten lässt, das gleich eine Meldung wert ist. Ich war ja nicht der einzige Landeshauptmann, der sich vertreten hat lassen. Gilt im Übrigen für viele andere Sitzungen, die wir vorher auch mit dem Gesundheitsminister gehabt haben, die Landeshauptleute. Da war ich oft gemeinsam mit einem Zweiten der Einzige. Also von daher haben wir Landtagssitzung gehabt in Wien und es ist meine Verpflichtung als Landeshauptmann, dort auch Rede und Antwort zu stehen. Und zum anderen war mit Gesundheit Stadtrat Peter Hacker, auch der zuständige Politiker in dieser Sache vor Ort, um mit den Mitgliedern der Bundesregierung zu diskutieren. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie sind wir Stadt Wien durch diese Krise gekommen? Und ich denke, besser als viele andere Millionenstädte, denn man muss Wien ja vergleichen, auch mit gleichwertigen Großstädten und Metropolen. Und das war deshalb so, weil ich von Beginn an angeordnet habe, dass wir einen medizinischen Krisenstab einrichten, nämlich schon am 27. Jänner Expertinnen und Experten gehabt haben, die uns beraten haben in der Politik und sehr schnell Zugangsbeschränkungen zu Spitälern und Pflegeeinrichtungen durchgesetzt haben, lange bevor das in anderen Teilen Österreichs war, um vor allem die ältere Generation zu schützen. Denn wir haben das in anderen Ländern gesehen. Dort, wo es vor allem viele Todesfälle gegeben hat, das war in den Pflegeeinrichtungen, das war in den Spitälern. Und von daher habe ich mich dann auch gewundert in den letzten Monaten, dass man sehr schnell abgegangen ist von strengen Kriterien. Wir haben das in Wien immer aufrechterhalten, den Mund-Nasen-Schutz in den Amtsgebäuden, auch die Zugangsbeschränkungen. Und von daher haben wir auch von der Bundesregierung Maßnahmen gefordert, die dann auch gekommen sind. Und in Wien gehen wir, wie ich meine, auch einen sehr innovativen Weg, dass wir auch neue Teststrukturen finden, wie zum Beispiel den sogenannten Gurgeltest, den die Frau Dr. Födinger mit Unterstützung der Stadt Wien und ihrem Team kreieren konnte. Es sind 600.000 Tests angesetzt bis in einem halben Jahr. Man fragt sich ein bisschen, wie das mit der Teststrategie, mit der Testkapazität gehen soll. Aber Herr Bürgermeister, eine Ja-Nein-Frage vielleicht an dieser Stelle. Funktioniert die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung aus Ihrer Sicht gut, ja oder nein?
Nee, alles kann besser sein. Und wir sind manchmal überrascht über Entscheidungen, wo wir Vorkehrungen treffen müssen, aber nicht nur in Wien, das gilt auch für andere Landeshauptleute und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wenn ich nur an die Reisewarnungen denke, die die Bundesregierung ausgesprochen hat und wo dann blitzartig mit einem Schlag Hunderte, sogar Tausende Menschen zurück nach Wien gekommen sind. Und wir haben da schnell reagiert. Wir wollten eigentlich, dass die Bundesregierung gleich an der Grenze testet, die Heimkehrer. Nachdem das nicht passiert ist oder nicht lückenlos passiert ist, haben wir sehr schnell eine Teststraße beim Wiener Stadion eröffnet und jetzt, um das zu beschleunigen, eine zweite Teststraße in Floridsdorf. Wir versuchen es nochmal mit einer Ja-Nein-Frage. Frau Hebein, hat aus Ihrer Sicht Ihr Koalitionspartner diese Sache gut gemanagt bis jetzt? Im Grunde ja. Ja oder nein? Warte, ja. Grunde ja, wobei ich davon überzeugt bin, dass auch ein bisschen Selbstkritik gut ist, weil wir dann dazulernen. Und ja, wir müssen jetzt raschest möglich mehr Personal finden, um das Konfliktmanagement gut auf die Reihe zu kriegen. Und ja, wir müssen raschest auch Maßnahmen verstärkt setzen, was die Hilfen anlangt. 400 Millionen haben wir jetzt gemeinsam beschlossen. 3 Pakete. Mein Bedenken, meine Sorge ist tatsächlich, dass wir ein Stück weit auf die Frauen vergessen, die hier eine Doppelbelastung haben. Und da, glaube ich, müssen wir noch nachlegen. Bei den Ja-Nein-Fragen müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Ein kleiner Politiker hat einmal gesagt, das Leben ist sehr kompliziert. Das ist war der Fred Sinowatz, der hat nicht Unrecht gehabt. Ja. Wir haben hier jetzt einige Übereinstimmungen zwischen Ihnen beiden gehört. Das werden wir beim nächsten Thema wohl weniger hören. Beim Thema Verkehr hat es einigen Zoff zwischen Ihnen gegeben. Ich erinnere nur an die Pop-up-Radwege, Begegnungszonen und so weiter. Ich möchte es an 2 Beispielen festmachen, wo Sie einander gegenseitig blockiert haben. Ich beginne bei der sogenannten autofreien City. Bedeutet Verkehrsreduktion um etwa 25% in der Innenstadt. Die haben Sie vehement gefordert, wollten Sie noch vor der Wahl haben. Der Bürgermeister hat es verhindert. Wird es nach der Wahl kommen, wenn es weiter Rot-Grün gibt? Ich bin davon überzeugt, dass es kommen wird und das wissen im Grunde alle Beteiligten. Warum? Weil wir uns gemeinsam vorgenommen haben, den CO2-Ausstoß um die Hälfte zu reduzieren in den nächsten Jahren, auch den Autoverkehr von 25% auf 20% in den nächsten 5 Jahren. Und das heißt halt handeln. Und ich glaube, es führt keinen Weg vorbei. Warum tun wir das? Es ist unser Sorgenkind. Wir brauchen Lebensraum, Lebensqualität, Luft für die Menschen in Wien. Da gehört die autofreie Innenstadt mit natürlich praktikablen, lebensnahen Ausnahmen einfach dazu. Hier zögert die SPÖ sehr, bremst ein bisschen ab, aber das haben wir auch in den letzten 10 Jahren erlebt. Zum Beispiel beim 365-Euro-Ticket, da hat es auch geheißen, geht nicht und wurde ein Erfolgserlebnis. Wir sind hier ein bisschen der Motor, diejenigen, die Innovationen haben und immer vorangehen. Und das wird auch in diesem Fall so sein, dass man in ein paar Jahren, wenn alles klappt, ist noch ein bisschen offen, ob also doch mit Herrn Blümel, den sonst eigentlich, glaube ich, niemand in der Koalition, in der Regierung sehen will. Also wir werden sehen, ob es klappt. Sie zumindest nicht. Ja, ich andere auf vielleicht keinen schon. Fall, okay. Aber vielleicht haben wir heute aber die höre, Möglichkeit, das genau, klarzustellen. Genau, ich höre da einen gewissen Optimismus heraus, zu Recht, Herr Bürgermeister. Wird es nach der Wahl die sogenannte autofreie City geben? Also die SPÖ muss man nicht erinnern an verkehrsberuhigte Zonen. Wir haben schon vor 4 Jahrzehnten Fußgängerzonen in Wien eingeführt, lange bevor das in anderen Großstädten der Fall ist. Und ich persönlich habe mich auch sehr für Verkehrsberuhigung auch im ersten Bezirk eingesetzt. Es ist nur so, dass wenn eine Pressekonferenz, die aus einer Dirndl-Koalition besteht, zwischen einem ÖVP-Bezirksvorsteher, der grünen Verkehrsstadträtin und einem NEOS-Abgeordneten, der von einer autofreien City spricht, diese Pressekonferenz, und jeder weiß, es ist keine autofreie Innenstadt, dann geht es uns gemeinsam darum, dass wir Verkehrsberuhigung generell im inneren Teil der Stadt vornehmen. Und im inneren Teil heißt innerhalb des Gürtels?
Naja, generell. Es gibt ja sehr viele Begegnungszonen, Fußgängerzonen, auch in den angrenzenden Bezirken. Der erste Bezirk ist sehr wichtig. Dort leben 16.000 Menschen. Es arbeiten 140.000 Menschen dort. Es gibt Kultureinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Apotheken. Und da muss man sich überlegen, wie funktioniert das? Und mit allen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Wochen, und das waren sehr viele, wollen auch Verkehrsberuhigung. Es ist ja nur eine Frage, wie das funktionieren kann. Und dass es auch einen rechtlichen Rahmen gibt, wo das funktionieren kann. Und von daher war es mir wichtig, ich verzögere dieses Projekt nicht, sondern mir war wichtig, dass es eine Zustimmung gibt, auch der Rechtsabteilung. Das ist bis jetzt nicht vorgenommen worden. Ich warte auf dieses Gutachten. Wenn das vorliegt, dann werde ich als Bürgermeister entscheiden. Also prinzipiell kein Nein? Nein, kein Nein zu einer Verkehrsberuhigung. Allerdings kann ich mir eine autofreie Innenstadt, so wie das propagiert worden ist, nicht vorstellen. Nehmen wir das andere Beispiel her. Die SPÖ kämpft seit Jahrzehnten eigentlich für den Bau des Lobautunnels. Kurz gesagt, ein Tunnel 40 Meter unter der Donau und dem Nationalpark Lobau, um den Autobahnring rund um Wien zu schließen und die Donaustadt vom Durchzugsverkehr zu entlasten. Die Grünen haben es bisher verhindert. Lassen Sie sich das abdrehen auf längere Zeit oder kommt der in der nächsten Legislaturperiode? Nee, es geht um die Nordostumfahrung und Herr Chefredakteur, Sie haben völlig recht. Es geht darum, die Wiener Bevölkerung, Donaustadt, Floridsdorf, aber nicht nur, die ganze Wiener Bevölkerung vom Durchzugsverkehr zu entlasten, der jetzt durch die Stadt rollt. Und es wird auch eine Frage sein, inwieweit es gelingt, um die Nordostumfahrung auch weitere Stadtentwicklungsgebiete zu knüpfen. Denn nichts wäre für die Siedlungsentwicklung schlechter, als wenn sich so quasi im Speckgürtel die Entwicklung abspielt und nicht auch verkehrserschlossen in Wien. Und von daher bin ich überzeugt, dass die Nordostumfahrung kommt. Wir sind die einzige Großstadt in dieser Dimension, die über keine Umfahrung verfügt. Und das ist, wie ich meine, wäre das ein schwerer Schlag gegen die Interessen der Wiener Bevölkerung. Und ich bin überzeugt, dass das auch nicht mehr verhinderbar ist. Es liegen einige Bescheide noch beim Verwaltungsgerichtshof und es müsste schon einen politischen Kraftakt erfordern, das zu verhindern. Da hätte man starken Erklärungsbedarf. Frau Heben, manche außerhalb Wiens sagen ja, hier in Wien beginnt der Balkan, könnte man nicht handeln. Sie sagen ja zum Lobautunnel und er sagt ja zur autofreien City. Das wäre ja völlig absurd angesichts der Klimakrise, die wir haben. Diskutieren wir jetzt, ob durch ein Naturschutzgebiet ein Milliardengrab gebaut werden soll. Und das in Zeiten wie diesen. Nein, wir Grünen waren immer gegen diesen Lobautunnel. Mehr Autobahnen heißt mehr Verkehr und keine Entlastung. Und im Übrigen, das ist mir sehr wichtig, Abgase haben kein Parteibuch. Herr Bürgermeister, auch die Maßnahmen dagegen nicht. Das heißt, wir werden die Klimakrise nur dann schaffen, wenn wir es gemeinsam parteiübergreifend machen. Wenn im ersten Bezirk der Bezirksvorsteher ein ÖVPler ist, ist das demokratisch so gewählt. Also wir müssen handeln und das müssen wir auch der Bevölkerung in Wien klar sagen, dass wir ja gemeinsame Ziele haben. Nur der Schritt jetzt auch zu handeln und nicht über jeden Parkplatz zu streiten oder in Wahlkampfzeiten zu sagen, nein, jetzt alle müssen zufrieden sein und alle muss man einbinden, dann wird nichts weitergehen, wenn alle wollen Ausnahmen, alle in der Wirtschaftskammer und bis hin zum Herrn Dompfarrer, das wird sich nicht ausgehen. Wenn alle alles wollen, dann bleibt so stehen. Insofern also, handeln im Sinne der nächsten Generationen. Also, ja, bei Rot-Grün bleibt es beim Nein zum Lobautunnel. Ganz kurze Replik noch. Ich glaube, dass der politisch schwer zu verhindern sein wird. Also da müsste schon ein Kraftakt gesetzt werden von Seiten des Ministeriums über den Aufsichtsrat der ASFINAG, wo ich glaube, da gibt es dann echt rechtliche Bedenken und Schritte. Gut, naja, da sind jetzt Rechtsverfahren, die sind noch offen, da muss man also ehrlicherweise dazu sagen. Eindeutig keine Einigung. Während Sie diskutieren, sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Regieplatz und stoppen mit, damit wir auch eine gerechte Verteilung der Redezeit erzielen können. Und soweit ich informiert bin, haben alle schon auf die Uhren geschaut und man kann es kaum glauben, es ist komplett ausgewogen zwischen Ihnen beiden. 50% hat jeder von Ihnen bis jetzt gebraucht. Es hat aber länger gedauert, als wir gedacht haben. Und deswegen, glaube ich, Paul, sollten wir gleich mal über die Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit nach der Regierung sprechen, oder? Gerne, ja. Wir haben ja jetzt schon einige Gegensätze gehört. Frau Vizebürgermeisterin, warum sind Sie denn trotz so deutlicher Gegensätze für eine Fortführung der Koalition mit der SPÖ?
Weil wir im Grunde ja gemeinsam stolz sein könnten, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, auch auf die Wiener und Wienerinnen, die Menschen in Wien. Wir haben eine neue Bauordnung, leistbares Wohnen, wir haben die größte Kindermindestsicherung, wir haben jetzt Klimarat, Klimabudget, wir gehen jetzt raus aus Öl und Gas, das ist so wichtig, und rein in die Gebäudesanierung. Wir dürfen nicht übersehen, dass wir neben der Corona-Krise die Klimakrise zu bewältigen haben, und wir sind tatsächlich ein bisschen der Antrieb in der Koalition, und das wird die Frage sein, geht es nach vor in Richtung Zukunft, Klimahauptstadt, oder zurück mit einer ÖVP, mit einem Vize Blümel. Ich glaube, alle wollen nicht mehr mit ihm kandidieren nach dem unappetitlichen Wahlkampf. Außer du, Michael, hast dich noch nicht entschieden. Vielleicht kann man jetzt einmal Klarheit haben, weil die Wähler, Wählerinnen wählen Parteien und nicht Koalitionen. Dann weiß man, worauf man sich einlässt. Ich fürchte, die Frage hört dann nicht ganz zum ersten Mal, ob er sich entscheiden wird. Ich frage es anders. Warum sollten Sie bei den Grünen bleiben, wenn es manchmal so mühsam ist und es einen anderen Partner gäbe? Ich glaube, die Frau Vizebürgermeisterin hat was sehr Richtiges gesagt, nämlich die Wienerinnen und Wiener wählen keine Koalitionen, sondern sie wählen Parteien. Sie wählen die Zusammensetzung des Wiener Gemeinderates, sie entscheiden aber auch darüber, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Wien wird. Das ist die Entscheidung, die am 11. Oktober zu treffen ist. Auf dem Weg dorthin, man kann ja mit Wahlkarte auch jetzt schon wählen, und das wird die entscheidende Frage sein. Und ich habe aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern auch Koalitionen vorher nicht angekündigt. Ausgeschlossen habe ich eine Koalition mit der FPÖ und mit dem Team HC Strache. Aber alle anderen Koalitionsformen werden die Wienerinnen und Wiener entscheiden. Noch und immer was, mit Herrn Blümel? Ja, und was vor einer Wahl gesagt wird, da habe ich noch in Erinnerung am Abend der Nationalratswahl, habe ich noch im Ohr, wie ein sehr hochrangiger Funktionär der Grünen gemeint hat, keine Koalition mit dieser türkisen Schnöseltruppe. Dieser hochrangige grüne Funktionär ist heute Vizekanzler. Wir haben über Koalitionen gesprochen und wie sehr man manche Äußerungen vor der Wahl, dann nach der Wahl offensichtlich anders sieht. Und wenn jetzt manchmal auch in den Meinungsumfragen davon gesprochen wird, dass sich eine sogenannte Dirndl-Koalition nicht ausgeht, man wird sehen, wie sich auch das Wahlkartenverhalten auswählen wird, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Und ich sage nur jetzt, ich bin zwar gutgläubig, aber nicht leichtgläubig, und man wird sehen, welche Koalitionsformen es dann geben wird. Du lässt ja das noch immer offen. Ja, es werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die Regeln sind ein bisschen so bei uns. Sie beginnen, Sie haben mit dem ersten Statement begonnen. Das Schlusswort in diesem Duell hat der Bürgermeister Ludwig. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich an dieser Stelle für dieses erste Duell heute Abend. Wir werden uns im Laufe dieser Woche noch öfter sehen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja. Und wir werden dann später in der Analyserunde die besten Passagen daraus noch einmal zeigen und darüber diskutieren. Und hier in diesem, wie Sie gesagt haben, neuen Studio erfolgt jetzt ein schneller Wechsel. In Kürze begrüßen wir hier Dominik Knepp von der FPÖ und NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr. Und während die Plätze getauscht werden, gleich wieder die Frage an Peter Filzmaier. Zum Unterschied zum ersten Duell, Peter, kämpfen diese beiden um völlig verschiedene Wählergruppen. Wie kann man so ein Duell anlegen? Ja, Paul, das Spannende an der Ausgangslage des zweiten Duells ist, dass ja bei aller Unsicherheit von Wahlprognosen unbestritten ist, dass die FPÖ Stimmen und Prozente verlieren wird. Das bestreitet auch ihr Spitzenkandidat Dominik Knepp nicht. Die Diskussion dreht sich nur darum, werden die Blauen halbiert, gedrittelt oder vielleicht sogar gevierteilt. Schauen wir uns die Ausgangslage an. Die FPÖ hat bei der letzten Wienwahl 2015 ein ausgezeichnetes Ergebnis mit über 30% der Stimmen erreicht. Der Durchschnitt aller Umfragen in den letzten 2 Monaten würde Ihnen 11% nur vorhersagen. Das wäre also in etwa eine Drittelung. Demgegenüber sehr stabil sind die NEOS, knapp über 6% bei der letzten Wahl, 7% im Umfragedurchschnitt. Wie Paul Desarek richtig ausgeführt hat, Wählerströme gibt es kaum zwischen diesen beiden Parteien. Von den NEOS zur FPÖ können wir vom letzten Mal, ich bitte um die Wählerstromgrafik, können wir keine Wählerströme nachweisen. Es war das erste Antreten der NEOS 2015. Da kann sich gegenüber 2010 naturgemäß nichts geändert haben. Aber auch umgekehrt gab es kaum Wählerwanderungen. Nur 3.000 Wähler, bei, wie schon vorher gesagt, über 1 Million Wahlberechtigten wanderten von der FPÖ zu den Pinken. Hier gibt es also keine Schnittmenge. Sprechen wenigstens die Wählerschaften von Blau und Pink über dieselben Themen?
nur sehr ungern. Wenn man sich die Themenpräferenzen ansieht, was wurde am meisten diskutiert von den jeweiligen Parteiwählern, da sieht man schon anhand der unterschiedlichen Größe der Balken, dass es ganz unterschiedliche Wünsche gab. FPÖ-Wähler wollten über Flüchtlinge und Asyl, Sicherheit und Kriminalität sprechen, NEOS-Wähler im Vergleich dazu vielmehr auch über Schule und Bildung. Das heißt also, diese beiden Diskutanten können sich jetzt kaum Wähler abspenstig machen. Sie dürften eigentlich auch gar kein Interesse haben, über dieselben Themen zu sprechen. Dass sie das hoffentlich doch tun, das liegt jetzt dann wieder an Paul Desarek und Ingrid Thurnherr. Wir werden uns bemühen. Und mittlerweile sind diese beiden Spitzenkandidaten hier bei uns. Herzlich willkommen, Dominik Knepp von der FPÖ. Schönen guten Abend. Und Christoph Wiederkehr von den NEOS. Schönen guten Abend. Ja, und wir beginnen mit einem Thema, das war auf der Liste von Peter Filzmeier nicht zu sehen, wenig überraschend, Corona. Und da habe ich eine interessante Übereinstimmung zwischen Ihnen beiden gefunden. Sie beide sind nämlich mit den Corona-Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden und kritisieren sie, Herr Wiederkehr. Was hätten Sie denn für eine bessere Idee, um das Virus einzudämmen? Ich würde sagen, die erste Welle im Frühjahr, die haben wir vor allem gesundheitspolitisch relativ gut überstanden. Aber eine Pandemie ist ein Marathon und kein Sprint. Und der Regierung, sowohl auf Bundesebene als auch in der Stadt, ist nach Kilometer 2 auch die Luft ausgegangen. Und im Sommer hat man es verabsäumt, sich vorzubereiten auf den Herbst. Weil jeder hat das gewusst. Der Herbst wird schwierig, das Infektionsgeschehen wird mehr und vor allem auch die Krankenhausaufenthalte werden mehr. Und was die WHO damals auch schon empfohlen hat, ist, Personal aufzustocken. Nur in der Stadt wurde geschlafen und erst jetzt im Herbst wurde langsam Personal aufgestockt. Und vor allem besonders besorgniserregend ist der Schulstart gewesen und die Situation an den Schulen, weil die Schulen, die werden im Stich gelassen. Die haben davor, vor Corona, schon unglaubliche Herausforderungen gehabt und haben jetzt zusätzliche Herausforderungen und sind vollkommen überfordert. Da gibt es hunderte an Lehrerinnen und Lehrer, die sich bei uns melden, Kindergartenpädagogen, die sagen, sie können so nicht weiterarbeiten. Und da braucht es mehr Unterstützung an den Schulen und vor allem auch Testergebnisse, die schnell vorliegen. Wenn dann Schulen Testergebnisse bis zu 2 Wochen dauern, dann ist das inakzeptabel. 2 Wochen der Unsicherheit für Lehrerinnen und Lehrer, für Eltern, aber auch für Kinder. Das kann so nicht sein. Das ist ein Corona-Chaos. Es braucht hier Geschwindigkeit und vor allem auch Planbarkeit für Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Stadt, weil es geht jetzt um jeden Arbeitsplatz. Das sehen Sie, Herr Knepp, nämlich an ganz anders. Ich glaube, wenn es nach Ihnen geht, bräuchte man kein zusätzliches Personal für die Gesundheitsdienste oder Ähnliches. Denn für Sie fällt das ja alles unter Corona-Wahnsinn, der vollkommen übertrieben sei. Ist das richtig so interpretiert? Na, Corona-Wahnsinn sind die Maßnahmen der Bundesregierung, unter die natürlich auch Wien leidet. Und da verstehe ich nicht, warum sich auch ein Bürgermeister Ludwig geäußert hat und diese Corona-Ampel, für die es ja keine Verordnung gibt, die auch nicht nachvollziehbar ist, warum man hier sich gewünscht hat von Seiten der Wiener Landesregierung, aber auch von der Bundesregierung, diese Ampel auf Orange zu setzen. Und jetzt leiden wir natürlich unter dieser Orange-Setzung. Das bedeutet Reisewarnungen. Das bedeutet, dass ja, wir auf der roten Liste sind von zahlreichen Ländern, wo jetzt Touristen nicht mehr kommen, wo die Wirtschaft darunter leidet, wo ja, es im ersten Bezirk oder auch in den umliegenden Bezirken der Tourismus eingebrochen ist, wo Umsätze einbrechen und da hängen viele Arbeitsplätze dran. Wir haben jetzt 170.000 Menschen, die sind arbeitslos in Wien. Wir haben 100.000 Menschen in Kurzarbeit und das, was jetzt die Bundesregierung macht, nämlich, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, diese Corona-Maßnahmen zu setzen, ist ja Folgendes. Man verschleppt dieses Problem. Man hat ein sicheres Epidemiegesetz, wo es einen Rechtsanspruch gegeben hätte für die Unternehmen und für die Arbeitsplätze, hat man außer Kraft gesetzt und jetzt hat man die Unternehmer und die Arbeitnehmer zu Bittstellern degradiert und verschleppt dieses Problem jetzt über den Wahltag hinüber. Aber irgendwann werden einmal diese Kredite fällig, irgendwann werden einmal diese Stundungen fällig, irgendwann wird die Kurzarbeit auslaufen und dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen, weil man nicht richtig reagiert hat mit Massenarbeitslosigkeit und mit einer Pleitewelle. Aber gehen wir noch einmal, wenn ich darf, einen Schritt zurück, Herr Knepp, mit der Frage, wie würden Sie denn das Virus eindämmen? Denn ich glaube, dass wir auf roten Listen landen, etwa die Stadt Wien liegt weniger an den Maßnahmen oder an der Ampel, sondern vielmehr an den Zahlen. Wie würden Sie denn die Zahlen versuchen einzudämmen, die Zahlen der neuen Infektionen? Ja, die rote Liste ist ja nur deswegen gekommen, weil wir auch eine orangene Ampel freiwillig geschaltet haben, die vielleicht nicht notwendig gewesen wäre. Das Robert-Koch-Institut, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, tue ich ungern, aber das Robert-Koch-Institut in Deutschland etwa bezieht sich überhaupt auf keine Ampel, sondern lediglich auf die Zahl der Neuinfektionen. Herr, es ist doch eine politische Signalwirkung, wenn ich mich auf Orange stelle, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre. Man müsste eines machen, man müsste Risikogruppen schützen. Das sind ältere Menschen, das sind multimorbide Menschen, das sind ja, Einrichtungen wie Spitäler, das sind Einrichtungen wie Seniorenheime, Pensionistenwohnheime,
Pflegeheime, aber der Rest sollte in einer gewissen Normalität leben. Und da verfallen wir jetzt in einen Wahnsinn, wo wir jetzt eine Registrierungspflicht haben in Wirtshäusern, wo wir Sperrstunden vorziehen auf 22 Uhr. Und Herr Wiederkehr, Sie behaupten auch, Sie sind in einer liberalen Partei. Das können Sie doch nicht wollen, dass es hier zu einer Registrierungspflicht kommt, wo Menschen sich Datenschutzverordnung hin oder her sich registrieren müssen, ihren Namen hergeben müssen, wo der Staat wie in einer Stasi-Methode, wie in der DDR reinschnüffelt ins private Leben. Wer trifft sich mit wem wann? Ja, was kommt denn da als nächstes, dass man doch aufschreiben müsste, wie viel Gespritzte wir getrunken haben oder wie viel Krügeln wir uns gegönnt haben? Das ist doch alles in dem Sinn ein Corona-Wahnsinn, weil Bürgerrechte eingeschränkt werden, weil Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und da verstehe ich nicht, warum hier die Neos, die sich sonst immer so bürgerlich und liberal nennen, da einfach mitmachen. Herr Nepp, eins verbindet uns hier nämlich, dass es eine Schikane ist, so wie Gesetze schnell verändert werden und sich Unternehmerinnen und Unternehmer nicht darauf verlassen können, was morgen oder nächste Woche gilt. Und dass die Situation vor allem für Wiener Betriebe ein Wahnsinn ist und dass die im Stich gelassen wurden, vor allem vom Gernot Blümel, dem schlechtesten Finanzminister, den Österreich je hatte, da sind wir einer Meinung. Auch, dass die Einschränkungen der Freiheitsrechte viel zu weit geht. Darum haben wir im Parlament auch gegen diese Gesetzesnovelle gestimmt, weil es ein massiver Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte ist. Wo wir uns allerdings unterscheiden, ist, dass Maßnahmen nötig sind. Und Sie leugnen ja alles. Auch letztens erst haben Sie gesagt, es gibt zwar mehr Infizierte, aber nicht mehr Erkrankte. Wir haben jetzt in den Wiener Spitälern mehr Patienten in den Betten als am Höhepunkt im Lockdown. 225. Das heißt, wir sehen, es ist eine unglaubliche Gefahr und dann braucht man sinnvolle Maßnahmen. Sie sind ja gegen alles. Haben letztens gesagt, Masken bringen ja gar nichts. Die Tests sind auch sinnlos, weil dann positive Tests herauskommen. Ja, wir brauchen sinnvolle Maßnahmen, konsequente Maßnahmen, weil nur über konsequente Maßnahmen wir von der roten Liste herunterkommen. Und nicht damit, dass wir einfach das Virus leugnen oder hier die Aluhut-Fraktion, so wie Sie sie darstellen, auch alles leugnen, was an Konsequenzen auch mit dem Virus einhergeht. Wir brauchen konsequente Maßnahmen und eine Planbarkeit für Gesellschaft und Betriebe. Herr Wiederkehr, Sie wissen aber schon, dass gerade die Corona-Tests sehr fehleranfällig sind. Und darum ist es nicht sinnvoll, gesunde Menschen zu testen. Sie wollen ja gar nicht testen. Es ist nicht sinnvoll, gesunde Menschen zu testen. Wenn Sie mir nicht ins Wort fallen würden, wenn ich dran bin. Es geht darum, wenn man gesunde Menschen testet, gibt es immer eine Fehlerquote. Und dann steigen die Anzahl der Infizierten. Es steigen aber nicht die Anzahl der schwer Erkrankten. Und darum sage ich mit Vernunft und Hausverstand, keine Verschwörungstheorien, die Sie immer probieren, andere Leute in den Mund zu legen. Vernunft und Hausverstand, das heißt schützen. Die ältere Generation. Das ist nicht wieder, dass es nicht wieder zu einem Lockdown kommt, wie jetzt angedroht wird. Ein zweiter Lockdown aus heiterem Himmel, wo wieder gerade die ältere Generation darunter leidet, die in Isolation ist, die einsam ist, wo man sich in der Familie nicht mehr treffen kann. Das gehört ja zu vermeiden. Aber wenn man jetzt testet, vor allem auch gesunde Menschen, dann kommt es zu einer Fehlerquelle und dann schießen natürlich auch die Zahlen in die Höhe. Natürlich lasse ich mich testen, obwohl ich gesund bin, weil ich als Politiker im Wahlkampf auch eine Verantwortung habe, mit vielen Menschen unterwegs bin. Und es ist wichtig, dass sich auch Personen, die gesund sind und in einem Risikoberuf sind, testen lassen. Politiker zum Beispiel oder Gesundheitspersonal. Das ist unglaublich wichtig, um auch einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben. Und eine Erwiderung noch auf die älteren Herrschaften und Damen, die Sie angesprochen haben. Sie wollen die ja wegsperren. Was heißt es denn, auf die älteren Leute mehr zu achten? Ihre Strategie ist, die einzusperren und wegzusperren. Das ist doch vollkommen ein Schwachsinn, den Sie hier behaupten. Keine Maßnahmen zu testen. Schlussfrage, meine Herren, Schlussfrage. Das heißt, dass zum Beispiel auch einmal der Staat auch Masken an ältere Generationen verteilen kann, dass man Gesundheitseinrichtungen schützt. Aber wegsperren, einzig und allein machen Sie mit Ihrer Corona-Hysterie, dass wir in der orangenen Ampel drin sind auf der roten Liste. Und Sie bereiten den Weg auf für den Herrn Blümel für einen zweiten Lockdown. Wir haben noch ein paar andere Themen vor heute. Das ist eine ganz kurze Abschlussfrage zu diesem Kapitel. Wie oft haben Sie sich schon testen lassen? Ich habe mich jetzt 5-mal testen lassen und lasse mich am Donnerstag wieder testen. 4-mal testen lassen. Ah, doch, obwohl Sie gesund sind. Ja, weil es Voraussetzung ist, glauben Sie, ich möchte ausfallen hier im Studio. Okay. Das ist eine Voraussetzung von diversen Fernsehstudios, Interviewpartnern, dass man sich testen lässt. Schön, dass Sie alle da sind und Sie beide haben sofort wieder Gelegenheit, weiter zu streiten. Und zwar haben wir jetzt eine Themenkombination, die Ihnen beiden am Herzen liegt, Bildung und Integration. Beginnen bei Ihnen, Herr Wiederkehr. Die Mehrheit der Pflichtschüler in Wien hat nicht Deutsch als Umgangssprache. In manchen Grätzeln ist es sogar die überwiegende Mehrheit, die in der Freizeit zu Hause nicht Deutsch spricht. Wie soll man damit umgehen oder ist das okay?
Es ist eine unglaubliche Herausforderung und das muss man auch so benennen. Die Schulen haben Unglaubliches zu stemmen und die Lage, dass 4 von 10 Pflichtschülern nicht ordentlich und lesen und schreiben können nach der Pflichtschule, das ist eine Bildungskatastrophe, die wir in dieser Stadt haben, ein Bildungsnotstand, den man auch so benennen muss. Und da muss man früh ansetzen, nämlich schon im Kindergarten ansetzen, auch über Sprachunterricht. Auch über Musik, ja, geht auch. Ja. Musikalisches Erlernen ist genauso sinnvoll für die Sprache. Das heißt, wir brauchen im Kindergarten ein gutes Betreuungsverhältnis. Wir brauchen im Kindergarten nicht so wie jetzt eine Pädagogin auf bis zu 25 Kinder, sondern ein Betreuungsverhältnis von ungefähr 1:7, wie es Finnland hat. Deutschförderklassen zum Beispiel. Um dann im Kindergarten auch Deutsch zu fördern, schon im Kindergarten. Und nicht nur Deutsch, und das unterscheidet uns sehr stark, sondern auch die Muttersprache, weil Mehrsprachigkeit ein Gewinn ist und ein großer Vorteil ist auch fürs weitere Leben. Aber die Mehrsprachigkeit muss auch vermittelt werden. Und an den Pflichtschulen braucht es dringend mehr Unterstützung. Sozialarbeiter, Schulpsychologen. Es kann nicht sein, dass Lehrerinnen und Lehrer alle Konflikte auch lösen müssen. Aber das Problem sind nicht nur die Migrantenkinder, weil es kommt jetzt vom Herrn Nepp, sondern es ist auch das Bildungssystem. Es sind auch Kinder zweite, dritte Generation oder Österreicher, die hier aufwachsen, die nicht die gute Schulbildung bekommen, wie sie eigentlich verdient hätten. Einverstanden, Herr Nepp? Also man muss immer an Bildung arbeiten, aber wo wir jetzt gerade sehen, auch bei der jungen Generation, ist, dass wir gescheitert sind wegen den rot-grünen Maßnahmen auf der Wiener Stadtregierungsseite, aber natürlich auch durch jahrelange Verfehlungen in der bundespolitischen Seite, wo es ja jahrzehntelang eine rot-schwarze Bundesregierung gegeben hat, die natürlich auch dieses Integrationschaos und dieses Integrationsfiasko zu verantworten haben. Und jetzt stehen wir dort, wie Sie richtig gesagt haben, dass es in manchen Schulen wie in Margareten nur noch ein Kind von 10 gibt, das Deutsch als Umgangssprache pflegt, am Schulhof, im Pausenhof, während der Stunden mit den Kollegen. Und das ist ja ein Desaster. Da müssten jetzt eigentlich alle, die jemals vielleicht auch Integrationsstaatssekretär waren, wie der Herr Kurz, den Hut nehmen und zurücktreten. Wir stehen jetzt vor einem Chaos, wo keiner mehr in den Schulen Deutsch spricht, wo wir schon seit Jahren gefordert haben, unser Konzept, zuerst Deutsch, dann Schule, wo wir gesagt haben, es darf nur jemand in den Regelunterricht, der auch Deutsch kann. Warum? Ist ein Gewinn für beide Seiten. Das Kind, das nicht Deutsch kann, wird nicht elendslang mitgeschleppt, dass wir dann jetzt dann haben nach der Pflichtschule 30% der Kinder, die nicht sinnerfassend schreiben und lesen können, sondern dass sie gleich am Anfang rausgenommen werden, 6 Monate, dass man dort die deutsche Sprache erlernt und im Regelunterricht dann folgen kann. Und auf der anderen Seite die österreichischen Kinder, die gehemmt werden dadurch, dass viele Kinder in der Klasse sitzen, die deutsche Sprache nicht können, können gleich von Anfang an starten. Und das Lehrpersonal, das enorm darunter leidet, hätte auch endlich jetzt einmal die Chance, wieder dafür da zu sein, wofür sie da sind, nämlich zu unterrichten. Ganz kurze Replik, vernünftiger Vorschlag? Nein, es ist so wie beim Herrn Nepp in jedem Wahlkampf bei der FPÖ die gleiche Leier. Ausländer sind schuld an allem. Was es braucht, ist eine Modernisierung der Schulen. Vor allem gute Kindergärten und Schulen, die eine Startrampe sein müssen, auch für das zukünftige Leben, für ein gelungenes Leben, um kritisch denken zu können und vor allem auch, um so eine rechte Propaganda, wie Sie sie verbreiten, zu hinterfragen können. Dafür müssen Schulen da sein, nämlich auf das moderne Leben auch vorzubereiten. Und müssen die uns einmal verstehen und einmal die deutsche Sprache lernen. Das ist das Fiasko, dass Sie auch... Ich möchte beides, dass Sie auch, kritisches Denken und deutsche Kompetenz. Mit Ihrem gesellschaftspolitischen Modell verursacht haben über die Jahrzehnte hinweg und über die Jahre hinweg auch in letzter Zeit, wo sie immer nur verhätschelt haben, anstatt einmal einzufordern, dass Integration passiert. Und jedes Mal, wenn wir sagen, Integration, das Erlernen der deutschen Sprache, ja, muss eingefordert werden, kommt von Ihnen sofort immer die Keule, dass das nicht gerne geht. Deutschförderung, wenn wir aber sagen, sinnvolle dass es Deutschförderung. Gewisse Werte gibt, dass es gewisse Traditionen gibt, die anzuerkennen sind, kommt gleich von Ihnen die Keule. Und jetzt stehen wir vor dem Schlamassel, dass es Parallelkulturen gab, die sich zu Gegenkulturen entwickelt haben, wo es eigene Bereiche gibt, wo der Österreicher gar nicht mehr reinkommt. Schauen Sie sich doch einmal an, gehen Sie einmal im 10. Bezirk herum, in Favoriten, da ist doch Wien nicht wieder zu erkennen. Und wenn Sie mal dort mit den Menschen reden, und das mache ich viel, sagt Ihnen jeder von dort, jeder Österreicher, der dort aufgewachsen ist, ich habe dieses Wiener Lebensgefühl verloren. Bring jetzt mal dieses Wiener Lebensgefühl zurück. Das ist der politische Auftrag. Nicht nachzugeben, Kulturkreisen, die vielleicht mit unserer Kultur gar nichts zu tun haben wollen, sondern die eigenen Menschen unterstützen. Und das unterscheidet mich und die FPÖ von Ihnen, vom Herrn Blümel und vom Herrn Ludwig von der Frau Hebein. Sie machen Politik für die Nichtstaatsbürger, wir machen Politik für die Staatsbürger, dass sie sich in Wien endlich wieder wohlfühlen, sicher fühlen, wo die deutsche Sprache gesprochen wird und wo man nicht Gefahr haben muss, dass der politische Islam in Wien die Überhand nimmt. Um dieses Thema abzuschließen, ganz kurz, wir versuchen es noch einmal mit einer Ja-Nein-Frage. Das möchte ich noch kurz erwidern, das war schon sehr viel, Herr Desarek.
weil hier der Unterschied vom Herrn Nepp angesprochen worden ist. Und den möchte ich schon betonen. Wir stehen für ein weltoffenes, für ein tolerantes Wien. Und Sie stehen dafür, die Probleme größer zu machen. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, ist nur der Fokus auf Probleme, Probleme, Probleme. Wir brauchen ja ein besseres Zusammenleben, auch in Integration. Und ein Ansatz von mir ist auch an der Schule, schon ein Ethikunterricht für alle einzuführen. Solange Sie die Mindestsicherung nicht reformieren, an den Schulen, und gegen das setzen Sie sich ein. Ich möchte, dass an Wiener Schulen schon Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, auch mit unterschiedlichen Sprachen, zusammen sind, in einem Ethikunterricht auch das gemeinsame Leben lernen, und dagegen sind sie. Ein ungewohnter oder unerwartet heftiges Duell, muss man sagen, angesichts des Umstandes, dass wir vorher von Peter Filzmaier gehört haben, dass sie eigentlich um ganz unterschiedliche Wählergruppen kämpfen. Wir werfen an dieser Stelle vielleicht jetzt einmal einen Blick auf die Uhr und schauen, wie sich die Redezeit verteilt hat. Und ich glaube, wir können uns anschauen, Herr Nepp, Sie haben einen großen Vorsprung schon mit 55% vor Herrn Wiederkehr. Deswegen ganz ein anderes Thema noch zum Abschluss, dass wir hätten eigentlich sagen sollen, dass Sie der nicht amtsführende Vizebürgermeister sind, auf jeden Fall nicht amtsführender Stadtrat, Herr Wiederkehr. Das ist ja etwas, das Sie immer wieder kritisieren. Die NEOS jetzt theoretische Frage angenommen, es würde Ihnen zufallen, ein solches Amt nach der Wahl. Sie könnten es gar nicht ablehnen, weil das laut Verfassung einfach so geregelt ist, oder? Es ist möglich, es nicht anzunehmen, und wir würden so einen sinnlosen Versorgungsjob auch nicht annehmen. Und wir haben in der Vergangenheit schon Haltung bewiesen, dass wir auch damals nach der letzten Wien-Wahl, wo unanständigerweise eine der höchsten Parteienförderungen weltweit erhöht wurde nach der Wien-Wahl, waren wir die Einzigen, die diese Erhöhung nicht angenommen haben. Und wir haben da den Wienerinnen und Wienern 1,5 Millionen Euro auch erspart. Und das Gleiche werden wir mit nicht anzuführenden Stadträten machen. Weil es sind sinnlose Versorgungsposten, wo sie auch die FPÖ bedient, wie auch zum Beispiel Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Wir haben 46 Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien. Wir haben mehr Bezirksvorsteher-Stellvertreter als Schulpsychologen an Wiener Schulen. Und ich möchte Bezirksvorsteher-Stellvertreter abschaffen und mehr Schulpsychologen an den Schulen schaffen. Wer hier auch immer dagegen ist, ist die Freiheitliche Partei. Die Freiheitliche Partei möchte unbedingt nicht amtsführende Stadträte, weil natürlich, da kann man sich schön bedienen, bekommt man ein Büro, noch zusätzliches Steuergeld, hat einen fetten Apparat. Und das sieht man immer, wenn die Freiheitlichen an der Regierung sind, zum Beispiel auf Bundesebene, bedient man sich fleißig, sind die Gerichte beschäftigt und dann auch der Untersuchungsausschuss, wie morgen und übermorgen. Und das ist nicht anständig. Und deshalb braucht es in Wien eine starke Kontrollpartei. Und diese Kontrollpartei sind wir. Wir kontrollieren die Stadtregierung, aber auch in der Vergangenheit die FPÖ. Ich erinnere hier zum Beispiel an die Pension in Osttirol, an die Pension Enzian, die mit Wiener Parteienförderung bezahlt wurde. Eine ganze Pension, wo wir dann irgendwo in einem Tresor Gold gehortet haben. Dafür waren Sie auch mitverantwortlich. Ich weiß bis heute nicht, wie viel Gold das war, aus welchen Geldquellen das genau kommt und warum mit Wiener Steuergeld in einem Osttiroler Tresor Geld gehortet wird. Führt uns jetzt weit weg vom Thema amtsführende oder nicht amtsführende Stadträte. Herr Nepp, da hat der Herr Wiederkehr einen Vorschlag jetzt gemacht, ob man nicht mehr Schulpsychologen statt stellvertretender Bezirksvorsteher haben sollte. Ein konstruktiver Vorschlag, wäre das eine Idee, der Sie nahe treten könnte? Ich darf hoffentlich noch kurz auf diese Anwürfe auch noch darauf eingehen, weil immer wieder etwas da in den Raum gestellt wird, was nicht stimmt, wo auch sämtliche Sachen auch eingestellt wurden. Und wenn Sie mir als Vorwurf machen, dass man als vernünftige Partei, die auch wie ein Unternehmen zu führen ist, Rücklagen bildet, Rückstellungen bildet für Abfertigungen, dann frage ich mich, was daran unanständig ist, wenn man Geld auch veranlagt. Ich meine, gerade Sie als Wirtschaftspartei müssten doch eine Ahnung haben, dass es in jedem Unternehmen wichtig ist, Rücklagen und Rückstellungen zu bilden. Jetzt komme ich auf die nicht amtsführenden Stadträte zu sprechen. Ein wichtiger Posten, weil sie Kontrolle ausüben in der Stadtregierung und in der Landesregierung. Das kann daher... Das macht normal die Opposition im Landtag oder so. Das kann oder? Daher Wiederkehr nicht wissen. Ich erkläre es Ihnen auch gerne. Wir sind auch im Staatssenat, denn es gibt Aktenstücke, die nur in der Landesregierung sind. Wie zum Beispiel jetzt der neue Rechnungshofbericht über die Gemeindewohnungen, Sozialwohnungen und Genossenschaften in Wien. Kennen Sie nicht? Sie sind ahnungslos, weil Sie dort nicht drinnen sitzen. Rechnungshof, haben wir beauftragt, können Sie gar nicht wissen, sonst wäre es nämlich Verfassungsbruch, wenn Sie Sachen wissen, die dort drin verhandelt werden. Aber schön, dass Sie es zugeben. Wir haben beauftragt, dass der Rechnungshof den sozialen Wohnbau in Wien prüft. Und jetzt gibt es schon das erste Prüfergebnis, nämlich, dass 150.000 Gemeindewohnungen in Wien sanierungsbedürftig sind, dass viele, viele, viele leer stehen. Und umso mehr ist auch unsere Forderung jetzt ganz, ganz wichtig, dass man die Neuvergabe von Gemeindewohnungen
sofort koppelt an die Staatsbürgerschaft, dass nämlich der Gemeindebau nämlich nicht verkommt, sondern wieder zu einem rot-weiß-roten Österreicher Gemeindebau wird. Das, weil der größte Fehler der Wiener Stadtregierung war damals 2006, und das ist jetzt bestätigt durch diesen Rechnungshofbericht, dass man für Drittstaatsangehörige und für Nicht-Staatsbürger den Gemeindebau geöffnet hat. Das ist ein Thema, das kommt sicher in einem anderen Duell noch zur Sprache, aber nur ganz kurz, Sie würden sich also auch nicht amtsführende Landesräte für alle anderen Landesregierungen wünschen, damit die überall auch anders aufpassen können, oder wie ist das? Sie müssen immer aufpassen zwischen Landesregierung und Stadtsenat, und das beruft auf den Stadtsenat, sonst könnte man es ja wie andere Länder auch machen. Aber zum Beispiel, ich gebe Ihnen eins, gibt es auch Innsbruck, ja, wo es auch kontrollierende Stadträte gibt, weil es wichtig ist, dass, weil gewisse Aktenstücke eben nur behandelt werden in der Landesregierung und nicht im Gemeinderat. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, wer überprüft, dieser Stadtrechnungshof wird etwas für einen Faktencheck dann auch sein, wer solche Prüfversuchen abhandelt, ist der Stadtrechnungshof, der dringend auch mehr Kompetenzen braucht, um auch die Stadtregierung und die Verwaltung zu kontrollieren. Und dafür setze ich mich seit Jahren ein, nämlich hier, dass es eine stärkere Kontrolle gibt. Abgeordnete können den Bundesrechnungshof anrufen, und darum sieht man, wie wichtig ein starkes, freiheitliches, rot-weiß-rotes, patriotisches Gegengewicht ist, dass man den Bundesrechnungshof anrufen kann. Auch bei diesem Thema. Den Sie anrufen wird nichts weiter bringen, weil der hat sogar beim Krankenhaus Nord gesagt, dass alles super läuft. Bitte, Punkt. Danke, auch bei diesem Thema, glaube ich. Wir hier keine Einigkeit erzielen. Es ist, glaube ich, deutlich herausgekommen, dass es zwischen diesen beiden Parteien wohl keine Koalition geben wird. Wir danken Ihnen beiden herzlich für das wirklich spannende und emotionsgeladene Duell. Die Analyse gibt es dann später wieder bei Ingrid Thurnherr. Und wir machen gleich weiter mit der letzten Runde für heute. Ja, und während hier wieder der Gästewechsel über die Bühne geht und in Kürze Gernot Blümel und Heinz-Christian Strache hier eintreffen, schon einmal die Frage an Peter Filzmaier: Wie wird es denn den beiden ehemaligen Regierungskollegen miteinander ergehen? Ja, Ingrid Thurnherr, jetzt geht es so richtig um was. Nicht, dass die bisherigen Diskussionen unspannend gewesen wären, ganz im Gegenteil. Aber Gernot Blümel und Heinz-Christian Strache kämpfen wirklich um dieselben Wählergruppen, nämlich ehemalige FPÖ-Wähler. Das sind sicher über 100.000 Stimmen verfügbar, vielleicht sogar plus minus 150.000. Schauen wir uns die Ausgangslage an, das Ergebnis von 2015 und den Umfragedurchschnitt 2020. Die ÖVP hat bei der letzten Wien-Wahl 2015 ein Debakel erlebt, das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte mit 9,2% der Stimmen erzielt, liegt aber im Umfragedurchschnitt bei 21%, mit leicht sinkender Tendenz. Und interessant, dass die ÖVP selbst immer darauf verweist, sie hätte interne Daten, wo man viel schlechter liegt. Man versucht also, den Ball offenbar flach zu halten. Bei Heinz-Christian Strache und dem Team HC Strache gibt es keine Vergleichszahl vom Wahlergebnis 2015. Das wären 30%. Allerdings damals war er noch FPÖ-Spitzenkandidat. In Umfragen liegt die Liste von Heinz-Christian Strache nun bei zwischen 4 und 6, bei 5%. Das ist insofern von zentraler Bedeutung, weil 5% auch die Mindestprozenthürde ist. So viele Stimmenanteile brauche ich, um in den Wiener Landtag und Gemeinderat einzuziehen und dort Mandate zu erhalten. Wählerströme kann man naturgemäß nicht messen, weil die Liste von Heinz-Christian Strache heuer zum ersten Mal antritt. Aber um zu veranschaulichen, um wie viele Ex-FPÖ-Wähler es gehen könnte, haben wir uns den Wählerstrom zwischen Türkis und Blau bei der Nationalratswahl 2019 angesehen. Eigentlich umgekehrt, von Blau zu Türkis wanderten fast 260.000 Stimmen, viele davon aus Wien. Die wird Gernot Blümel mit der ÖVP wiederholen wollen, und natürlich will auch Heinz-Christian Strache mitnaschen. Das eigentlich Bekannte am jetzigen Duell ist aber etwas anderes. Beide Herren waren ja über ein Jahr lang, 2018/19, gemeinsam in der Bundesregierung und haben laufend, fast wöchentlich betont, wie harmonisch dort alles verläuft. Es liegt der Verdacht nahe, dass man mittlerweile charakterlich eher weniger voneinander hält. Und weil Vertrauenswürdigkeit eine wichtige Charaktereigenschaft ist, haben wir uns zum Abschluss noch die Vertrauenswerte der Diskutanten angesehen anhand des APA-OGM-Vertrauensindex. Der berechnet einfach einen Saldo aus den Antworten in Umfragen. Vertrauen Sie dem jeweiligen Politiker oder misstrauen Sie ihm? Gernot Blümel liegt in der gemeinsamen Regierungszeit immer im positiven Bereich, über der Nulllinie, allerdings mit Werten zwischen 0 und 10. Spitzenwerte waren damals schon 20%, in Corona-Zeiten sogar plus 40. Heinz-Christian Strache war damals auch schon im negativen Bereich.
im Bereich von eher minus 10. Ab Ibiza ging es dann wohl bergab. Eine neue Umfrage für Wien von APA OGM sieht ihn sogar bei einem Vertrauensindex von minus 70. Das hätte die Grafik gesprengt. Ich bin jetzt gespannt. Zwei Möglichkeiten. Beide arbeiten mit besonders ruhiger, sachlicher Diskussion an ihren Vertrauenswerten. Oder Helmut Qualtinger hat einmal gesagt, der berühmte Kabarettist, Simmering gegen Kapfenberg, das ist Brutalität. Vielleicht ist ja auch Strache gegen Blümel Brutalität. Ich gebe dann zurück zu Paul Desarek und Ingrid Thurnherr. Ja, wir werden es gleich sehen. Mittlerweile sind die beiden bei uns. Herzlich willkommen, Gernot Blümel. Grüß Gott. Und danke fürs Kommen, Heinz-Christian Strache. Grüß Gott. Die beiden ehemaligen Koalitionspartner auf Bundesebene, Stichwort Ibiza, da müssen wir mit ein bisschen Seelenhygiene anfangen. Herr Strache, die gemeinsame Bundesregierung ist nach Ibiza zerbrochen. Die Umstände kennen alle. Gibt es von Ihrer Seite wieder eine Art, Peter Filzmaier hat schon angesprochen, eine Art von Vertrauensverhältnis gegenüber der ÖVP? Naja, zum einen kann man das ja nicht beiseite schieben, dass wir über 1,5 Jahre eine, ich sage, gute Zusammenarbeit auch hatten, keinen Streit gehabt haben in einer gemeinsamen Bundesregierung und auch sehr, sehr gute Zuspruchswerte in der Bevölkerung gehabt haben. Das war damals der Fall und ich sage ganz bewusst, ich glaube, dass ich als Vizekanzler auch sehr viel damals in das Regierungsprogramm hineinverhandelt habe und auch in diese Regierungsarbeit im positiven Sinn eingebracht habe, siehe UN-Migrationspakt, den ich verhindern konnte und andere Bereiche. Aber natürlich hat sich was verändert. Ja, das heißt aber nicht, dass wir deshalb einen unsachlichen Umgang miteinander pflegen sollen, aber wir haben heute eine Situation, wo ein Finanzminister Verantwortung trägt für Entwicklungen und Entscheidungen, wo ich sage, man hat nicht das Land durch die Krise geführt, sondern die Krise durchs Land geführt. Man hat, ich sage, beim Auszahlungsmanagement nicht selbst als Finanzminister im Ministerium die Verantwortung übernommen, sondern an die Wirtschaftskammer übertragen. Und heute sind viele Menschen verzweifelt, weil man das Epidemiegesetz, wo es eine rechtliche Ausfallshaftung für alle EPUs und Kleinstbetriebe gegeben hat, aufgelassen und aufgehoben hat. Und das war ein Anschlag auf die Unternehmen, wo im Übrigen alle Parteien im Parlament zugestimmt haben. Und ich sage, das war der Sündenfall aller Parteien im Parlament, denn das hätte es mit mir im Parlament nicht gegeben. Und da sind viele verzweifelt. Die stehen vor dem Ruin, die stehen vor dem Zusperren, weil sie keine Hilfe erhalten haben, die groß angekündigt worden ist. Und da stehen heute Menschen wirklich vor, ich sage, den Ruinen ihres Lebens, bis hin, dass hunderttausende Menschen von der Arbeitslosigkeit betroffen sind und in Wahrheit zutiefst verzweifelt sind, weil sie mit 60% ihres vorherigen Gehalts oftmals nicht über die Runden kommen. Und da fehlt es einfach an einer klaren Zukunftsstruktur. Und da hat man den Eindruck, man führt das Land weiter gegen die Wand. Und das ist der falsche Weg. Und da darf man nicht eine zweite Welle mit falschen PCR-Tests herbeiführen, wie das aktuell der Fall ist. Und auch die Oberösterreichische Ärztekammer ja durchaus meine Position bestätigt hat. Es schreit nach einer direkten Replik von Ihnen, Herr Blümel. Na, wo ich dem Herrn Strache recht gebe, ist, dass wir in der Bundesregierung inhaltlich sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht, von denen Österreich noch heute profitiert. Zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Haushalt, der uns jetzt in die Lage versetzt, auch ausreichend helfen zu können und auch genügend Geld am Kapitalmarkt zu erhalten, zu sehr günstigen Konditionen. Aber dann kam Ibiza und das hat auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir können so nicht weitermachen, wir müssen die Zusammenarbeit beenden. Ich glaube, dass alles, was danach passiert ist, uns auch Recht gibt in dieser Entscheidung. Und jetzt haben wir eine große Herausforderung zu meistern, alle in diesem Land, in der Bundesregierung genauso wie in der Stadtregierung, nämlich die Corona-Pandemie. Und ich bin froh, dass wir in Österreich besser durch die Krise gekommen sind als andere Länder. Wir haben im Frühjahr rascher gehandelt und entschiedener und dadurch auch weniger Tote zu beklagen gehabt und einen kürzeren Lockdown gehabt. Und darüber hinaus haben wir im internationalen Vergleich ein sehr großes Hilfspaket auf die Beine gestellt, das sich auch wirklich sehen lassen kann. Und je nachdem, wie lange die Krise dauert, wird es auch noch mehr brauchen. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam das Coronavirus bekämpfen und den Menschen auch Sicherheit geben, Arbeitsplätze erhalten und Unternehmen durch diese Krise begleiten. Das tun wir, andere reden darüber. Wenn man sich Ihr beider Programme so anschaut, dann sagen viele, inhaltlich liegen Sie ja eigentlich gar nicht weit auseinander. Sie vertreten jetzt eine harte Linie, Stichwort Moria, und viele Leute, viele Beobachter sagen, Sie kopieren Herrn Strache oder die FPÖ. Was sagen Sie dazu?
Na, es hat auch eine Zeit gegeben, früher, wo die FPÖ richtige Themen angesprochen hat. Das darf man auch gar nicht verneinen. Es ist eine große Herausforderung, diese Themen auch zu bewältigen. Aber wir machen das mit Anstand und Hausverstand. Wir sagen, es muss vor Ort geholfen werden, denn wir können nicht umverteilen und die Menschen alle nach Wien holen. Die FPÖ ist zum Beispiel nicht mal dafür, und Herr Strache glaube ich auch nicht, dass man vor Ort hilft. Das ist ein großer Unterschied. Wir empfinden es als unsere christlich-soziale Pflicht, das Leid vor Ort zu lindern. Wir haben jetzt 2000 winterfeste Quartiere auch in Moria organisiert, medizinisches Personal auch vor Ort geschickt. Und gleichzeitig sagen wir aber, dass wir die Integrationsherausforderungen hier in Wien zuerst lösen müssen. Die sind groß. Wir sind die einzige regierungsfähige Mitte-Rechts-Partei, mit denen diese Themen auch umgesetzt werden können. Wir wollen das mit Anstand machen. Und gleichzeitig versuchen Sie auf diese Weise blaue Wähler für sich zu gewinnen, richtig? Wir sind eine Mitte-Rechts-Partei, das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Wir sind aber die Einzigen, die auch regierungsfähig sind. Die FPÖ-Wähler sind ja auch zweimal von der FPÖ enttäuscht worden. Und wenn man daher will, dass diese Themen umgesetzt werden, dann sind wir Türkise das Angebot. Ja, wir sollten vielleicht zum Thema Corona, weil Sie es gleich hingelegt haben, auch noch ein bisschen nachfragen. Machen wir sofort. Herr Blümel, Sie haben ja gesagt, wir sind besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Wenn man sich das an den Zahlen jetzt dann anschaut, dann hält das leider nicht. Denn heute hat die Statistik Austria bekannt gegeben, dass Österreich im zweiten Quartal mit mehr als 14% Einbruch beim BIP rechnen muss. Das hat Deutschland und die Schweiz etwa, Länder, mit denen wir uns ja sonst so gerne vergleichen, viel besser gemacht. Also so gut ist das ja alles dann doch wieder nicht gelaufen, oder? Würde ich versuchen, die gesamte Statistik auch zu zitieren. Wir sind wesentlich besser als der EU-Schnitt, wesentlich besser als der Schnitt der Eurozone. Und wenn Sie nur das zweite Quartal hernehmen, dann muss man auch sagen, dass Österreich eine besondere Betroffenheit durch den Tourismus hat. In Österreich ist der Tourismus wesentlich wichtiger für die Wertschöpfung als in anderen Ländern. Und deswegen haben wir auch eine herausforderndere Situation. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dass wir jetzt dafür sorgen, dass die Infektionszahlen herunterkommen, dass wir Wien von der roten Liste bekommen. Es gibt derzeit viele Reisewarnungen gegen Wien. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, möglichst alle Maßnahmen auch gemeinsam mit der Stadtregierung zu ergreifen, um die Infektionszahlen runterzubringen, dann verlieren wir den Wintertourismus, dann verlieren wir die so wichtige Vorweihnachtszeit im Handel. Und deswegen sage ich, alle möglichen Maßnahmen ergreifen, die auch sicherstellen, dass wir besser wieder in eine normale Situation kommen, dass die Reisewarnungen weggehen, damit wir Arbeitsplätze sichern und auch Unternehmen durch die Krise begleiten. Ihnen reicht das nicht? Sie haben eine Petition auf Ihrer Homepage, wo Sie sagen, der Tourismus braucht ein Rettungspaket. Jetzt 50 Milliarden hat der Finanzminister und Spitzenkandidat gesagt, stehen insgesamt für das Paket zur Verfügung für Wirtschaftshilfen. Und es kann auch noch mehr werden, wenn ich richtig zugehört habe. Das reicht Ihnen nicht? Ich glaube, das spüren die Unternehmer nicht, weil es nicht dort angekommen ist. Wenn man da permanent diese großartigen Zahlen und Summen hört, na, dann denkt man sich, da wird was dahinter sein. Ich treffe die Unternehmer nicht, die das gespürt haben. Die haben erlebt, dass sie teilweise einen, ich sag, peinlichen Härtefall vorerlebt haben, wo man sich auch bei den Kommazahlen, bei der Berechnung geirrt hat und sie zu wenig bekommen haben. Ich erlebe Unternehmer, die keine Kredite bekommen haben. Das ist nicht einmal Hilfe in Wahrheit, weil die musst du ja eh irgendwann einmal zurückzahlen. Die ganzen Stundungen, die dann spätestens im nächsten Jahr, im ersten Quartal fällig werden, das sind viele wirklich verzweifelt. Und deshalb ist diese Angst- und Panikmache, die die Regierung gelebt hat, bis hin jetzt auch in der Fortsetzung der Corona-Ampel so unverantwortlich. Denn wenn man dann auf eine rote Liste gesetzt wird und dann die großen Stornierungen kommen für die Hotelbetriebe, dann die Kündigungen passieren, der Handel darunter leidet, dann bricht die Wirtschaft, so wie wir es heute sehen, endgültig weiter ein. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, anders zu handeln. Und da muss man schon sagen, die Schweden, die einen Fehler gemacht haben, nämlich nicht die Risikogruppen zu schützen, haben keinen Lockdown gemacht. Die hätten die Risikogruppen schützen müssen, dann hätten sie nicht erhöhte Todeszahlen gehabt. Aber ansonsten, was Wirtschaftseinbruch und Wirtschaftswachstum betrifft, sind die Schweden heute international vor uns. Und da muss man schon eins auch festhalten. Die PCR-Tests, auf die vielleicht zurückzukommen. Also da gibt es momentan ja auch vorbereitete Klagen gegen jene, die mit den PCR-Tests letztlich auch ins Geschäft eingestiegen sind. Weil hier vorliegt, dass bei den positiv Getesteten bis zu 90% keine Infektion, keine Krankheit und keine Symptome vorliegen. Und da muss man natürlich schon hinterfragen, auch dass die neue Pandemiefestlegung der WHO, die früher zu Recht vor vielen Jahren darauf ausgerichtet war, wie viele Menschen sind in einer Intensivspitalsbehandlung oder in einer Spitalsbehandlung überhaupt, um von einer Pandemie zu sprechen. Und das hat man geändert auf die positiven Tests, wo wir heute sehen, das bedeutet nicht unbedingt Symptome, Krankheit oder Infektion. Das betrifft nur einen kleinen Teil. Und weil der Herr Desiree gesagt hat, mit Recht, da möchte ich schon etwas dazu sagen.
Also die ÖVP blinkt ja gern rechts und biegt dann links ab. Sie koaliert heute auf Bundesebene. Das ist uns noch nicht aufgefallen. Naja, schon, weil sie koaliert heute auf Bundesebene mit den linken Grünen und die sind links-links. Da ist die Frau Maurer auf einmal eine Partnerin, ja, da sind links-linke wie der Herr Anschub und der Kogler-Partner. Ja. Und da muss man schon in Erinnerung rufen, wer sich da gut versteht, auch mit den Partnern der Frau Vizebürgermeisterin Hebein. Wenn es um Macht geht, ist die ÖVP zu allem bereit. Und 2014, 2015 hat die ÖVP in der Regierung zu verantworten gehabt, dass die Grenzen aufgemacht worden sind mit Willkommensklatscherei. Von den Problemen leiden wir heute noch in Wien. Und diese Probleme müssen wir abarbeiten, vor denen ich damals zu Recht gewarnt habe, aber Kurz und Blümel gesagt haben, lassen wir es rein. Das ist der wahre Hintergrund. Eins nach dem anderen, Herr Blümel, vielleicht eine Replik auf, warum hat man es eigentlich nicht gemacht wie Schweden? Warum haben die das besser gemacht als wir? Also vielleicht zwei Antworten. Das eine ist, bitte Herr Strache, nennen Sie mir die Unternehmen, die keine Hilfe bekommen. Wir kümmern uns gerne darum. Wir haben eine eigene Hotline eingerichtet im Finanzministerium. Wir wollen jedem helfen, der auch betroffen ist. Philipp Enders hat sich bei Ihnen mehrfach gemeldet. Schicken Sie mir das. Wir schauen es uns gerne persönlich an. Wir haben die Hilfen so aufgesetzt, dass sie auch wirklich ankommen. Zweitens, Schweden hat einen anderen Weg gewählt und ich glaube, es war ein schlechterer. Erstens hat Schweden viel mehr Tote zu beklagen als Österreich und das kann doch nicht egal sein. Das kann doch nicht das Ziel der Politik sein, dass man aufgrund von irgendwelchen Argumenten das Risiko eingeht, dass vor allem ältere Menschen mehr darunter leiden und mehr Menschen sterben. Das ist nicht unsere Politik, deswegen bin ich stolz darauf, dass wir es anders gemacht haben. Wirtschaftspolitisch muss man sich auch ansehen, was die schwedische Wirtschaft für eine Struktur hat. Wir in Österreich, wir erzielen fast 15% unserer gesamten Wertschöpfung im Bereich Tourismus, Freizeitwirtschaft. In Schweden ist das ein Bruchteil davon. Im Sommer haben ungefähr 20 EU-Länder von 27 gegen Schweden eine Reisewarnung ausgesprochen gehabt. Stellen Sie sich vor, das wäre gegen Österreich der Fall gewesen. Der komplette Tourismus wäre jetzt schon tot, auch in den Seen, auch in den Ländern. Das heißt, das wäre für Österreich auch wirtschaftlich eine absolute Katastrophe gewesen und wirklich der falsche Weg. Ein Thema muss ich mit Ihnen noch ansprechen, Herr Blümel, weil es seit einigen Tagen für große Aufregung schon sorgt in den sozialen Medien. Es geht um ein Posting des Schriftstellers Robert Menasse, der Sie fragt, wie Sie Wien voranbringen wollen. Das ist übrigens auch etwas, was Sie beide offensichtlich vereint in diesem Wahlkampf. Sie beide sehen offenbar in Wien einiges im Argen, das sich hier ändern muss. Und da schreibt der Schriftsteller Robert Menasse in etwa, lieber Gernot Blümel, was meinen Sie mit Wien wieder nach vorn bringen? Was ist vorn? Wo ist dieses vorn? Wieso wieder? Meinen Sie die Zeit vor dem roten Wien, als die Stadt einen antisemitischen Bürgermeister hatte, von dem Hitler lernte? Sie, Robert Menasse, nationalsozialistisches Gedankengut. Na bitte, Frau Thune, das ist Ihrer wirklich nicht würdig, also, dass Sie das auch nur in den Raum stellen. Ich bin noch nicht fertig. Sie haben das in einen solchen Zusammenhang gestellt. Nehmen Sie das zurück, das habe ich nicht gemacht. Lassen Sie mich den Satz fertig. Sie haben gleichzeitig auch gesagt, er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Dennoch sagt Robert Menasse heute, er findet das unglaublich empörend. Also, wenn Sie es nochmal zurücknehmen könnten, würden Sie diese Begründung nochmal anführen? Zunächst einmal, jeder, der diese Passage in der Pressestunde gesehen hat, der weiß, dass ich das anders gesagt habe, dass Sie das suggerieren. Das enttäuscht mich von Ihnen eigentlich. Nein, ich habe nicht so gemeint. Es gibt in jedem digitalen Forum Diskussionsregeln. Das gibt es auch beim ORF-Forum. Und gewisse Schlagwörter werden von Haus aus gelöscht vom Social-Media-Team. Unter anderem, wenn der Name Hitler auftaucht, dann wird das automatisch gelöscht. Weil wir auch, wir wissen nicht immer, von wem es kommt, solchen Themen keinen Raum geben wollen. Die haben das richtig gemacht. Aber ich möchte gerne darüber diskutieren, was der Herr Menasse meint, wenn er sagt, was verstehe ich denn darunter, Wien wieder nach vorne zu bringen. Wir haben die letzten 10, 12 Jahre eine Entwicklung, wo Wien vor 12 Jahren im verfügbaren Haushaltseinkommen an der Spitze der Bundesländer gestanden ist, an der Spitze des Wohlstandes. Mittlerweile ist Wien leider Gottes Schlusslicht im Bundesländervergleich. Das hat Ursachen, das müssen wir uns ansehen, das wollen wir besser machen, weil ich glaube, es kann für ganz Österreich kaum etwas Wichtigeres geben, als Wien weiter nach vorne zu bringen. Wien soll der Wohlstandsmotor werden. Davon haben nicht nur die Wienerinnen und Wiener etwas, sondern ganz Österreich. Das ist das, was ich möchte. Das diskutiere ich sehr, sehr gerne. Aber bitte lassen Sie das in dem Zusammenhang, wo es auch passiert ist. Herr Strache, auch Sie wollen Wien nach vorne bringen. Wo sind Ihre Ideen, wo Sie jetzt sagen, Wien geht so schlecht, jetzt muss sich alles ändern?
Alles muss sich nicht ändern. Wien wird ja gut verwaltet, aber nicht mehr gestaltet. Und wir haben viele Defizite, ob das der Bildungsbereich ist, wo vom Kindergarten weg die Integration völlig gescheitert ist, bis hin, dass man die Kinder nicht in unser Wertesystem integriert hat, ihnen nicht rechtzeitig die deutsche Sprache gelehrt hat und wir dadurch wahnsinnig viele Defizite haben und man leider nicht auf mich gehört hat die letzten 15 Jahre. Ich habe ja vor 15 Jahren bereits gesagt, wir brauchen in Wien eine 180-Grad-Wende in der Migrations- und Integrationspolitik. Wir erleben Parallel- und Gegengesellschaften. Wir werden zur Minderheit in der eigenen Heimat. Und heute haben wir es amtlich in den Volksschulen. Und noch immer ist man nicht bereit, umzudenken. Und da gibt es viele Menschen, die zugewandert sind, die sich erstklassig integriert haben und auch zu dieser Wertegemeinschaft stehen. Aber die zu Recht sagen, schauen die Politiker weg, da gibt es einen radikalen Islamismus, vor dem ich geflohen bin. Und er holt mich hier ein in Wien, weil unter Rot-Grün, Erdogan und anderen radikal-islamistischen Strömungen der rote Teppich aufgerollt wird. Die werden sogar subventioniert. Und dann haben wir solche Entwicklungen wie in Wien Favoriten, wo linksextremistische PKK-Anhänger der Kurdenseite mit den rechtsextremistischen Grauen Wölfen sich Straßenschlachten liefern. Also da rennt einiges schief bis tief in den Sicherheitsbereich hinein, wo ich nur sagen kann, gerade auf Seiten der Bundesregierung mit dem ÖVP-Innenminister, da sollte man nicht die Menschen wegen verfassungswidrigen Gesetzen mit Verwaltungsstrafen belasten, wo sie bis heute nichts zurückbekommen haben, sondern endlich einmal die Kriminalitäts-Hotspots in Wien, wie am Reimannplatz, in Wien Favoriten oder in der Venediger Aude am Brauterstern oder sonst wo, endlich einmal von den Banden befreien. Weil die können dort offen dealen und mit Gewalt tätig sein und das kann kein Wiener mehr ertragen. Strache, Sie haben sich gerade beklagt, dass man nicht auf Sie gehört hat. Ich möchte damit überleiten zum letzten kurzen Thema noch. Dürfen wir vorher kurz auf die Uhr schauen noch? Auf die Uhr, natürlich. Die Redezeit uns auch wieder anschauen. Genau. Die wird mitgestoppt im Hintergrund und wir können immer eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Und die sieht in Ihrem Fall so aus, Herr Strache, Sie liegen leicht voran mit 54%. Herr Böhmel, Sie sind am Wort auf die Fragen von Paul Tesarek. Was war die? Ja, ich habe sie noch nicht gestellt. Ich beginne gern bei Ihnen. Sie haben das Pech, dass ich schon so lange Journalist bin in Wien und daher mich noch gut erinnern kann, dass Ihre beiden Parteien sehr, sehr vehement gegen die Umgestaltung der Marie-Hilfer-Straße in eine verkehrsberuhigte Zone gestimmt haben. Haben Sie die Größe heute zu sagen, das war eine Fehlprognose, weil Sie damals ja gesagt haben, furchtbar, es wird ein Geschäftesterben geben, es wird furchtbare Arbeitslosigkeit geben. War das eine Fehlprognose? Na, ich glaube, was sich als richtig erwiesen hat, war, dass Querungen notwendig gewesen wären. Das war ja auch damals die Abstimmung, die gemacht worden ist, wo sich ein Gutteil der Befragten dafür ausgesprochen hat, dass auch Querungen da sind. Das haben wir kritisiert, dass die Grünen damals auch Bürgerbeteiligung nicht ernst genommen haben, sondern entgegen dem Abstimmungsergebnis auch keine Querungen eingeführt haben. Sie haben aber das auch vor einem Geschäftesterben. Das kritisiere ich nach wie vor. Wir haben jetzt eine ganz andere Herausforderung durch die vielen Demonstrationen, die es gibt, die auch am Samstag durch die Marie-Hilfer-Straße meistens führen. Das ist einer der wesentlichen, wesentlichen Gründe, warum wir weniger Umsätze haben. Und ich glaube, da muss man auch einen anderen Weg wählen. Aber insgesamt glaube ich, dass wir in Wien eine Verkehrspolitik machen sollten, wo es weniger darum geht, den einen gegen den anderen auszuspielen, den Radfahrer gegen die Autofahrer. Es braucht hier ein gemeinsames Miteinander in der Stadt. Das wäre auch unser Angebot. Also obwohl die Marie-Hilfer-Straße heute gut dasteht, war das keine Fehlprognose von Ihnen? Na, ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie es damals gemacht worden ist, definitiv hinterfragenswert war. Wenn man sich ansieht, wie die Frau Hebern jetzt auch versucht hat, eine autofreie Innenstadt durchzupeitschen, was aus meiner Sicht ja absurd ist, weil auch das Gipfel fährt nicht mit der U-Bahn im ersten Bezirk. Es wird weiterhin Zulieferverkehr etc. brauchen. Da sieht man schon, dass es hier weiter Verbesserungspotenzial bedarf. Herr Strache, gehen Sie manchmal spazieren auf der Marie-Hilfer-Straße? Gefällt es Ihnen? Was eine Fehlprognose? Ich besuche manchmal die Konkurrenz, nämlich den Kurier dort, der da ein modernes Studio eingerichtet hat. Das ist ganz nett, weil so da die modern Leute, wie unser. Ja, weil die Leute auch über das Schaufenster da teilhaben können und teilnehmen können. Aber ansonsten richtig, ne? Man hat in Wahrheit zum Teil die direkte Demokratie mit Füßen getreten. Und das tut weh. Ich hätte mir wünschen, in der Wiener Stadtverfassung in Zukunft die direkte Demokratie und verbindliche Volksabstimmungen zu verankern, damit sowas nicht mehr passieren kann, dass Querungen trotz des Mehrheitswunsches nicht umgesetzt werden, haben die Grünen im Übrigen auch im 18. Bezirk in Wien-Währing gemacht. Da hat nämlich die Mehrheit gegen das kostenpflichtige Parkpickerl gestimmt. Und nach der letzten Wahl ist dann eine grüne Bezirksvorstehung gekommen und die hat es trotzdem umgesetzt und damit die direkte Demokratie mit Füßen getreten. Auch, Sie lenken sehr geschickt ab, die Marie-Hilfer-Straße gefällt Ihnen nicht so, wie sie jetzt ist. Naja, es gibt Probleme, natürlich. Es hat Geschäfts
Sperren gegeben. Es sind Geschäftsleute mit Umsatzeinbrüchen konfrontiert. Es gibt die Demonstrationen, die viele Bewohner dort stören. Ja. Und natürlich, ja, ich meine, es ist immer, ich sage, zweigeteilt wahrscheinlich. Es gibt gerade bei den Grünen eine Klientelpolitik, ja, die betrifft aber oftmals die radikale Minderheit in Wien und die Mehrheit fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Versuchen wir es mit einer Ja-Nein-Frage zum Abschluss. Herr Strache, soll es in Wien mehr solche Begegnungszonen geben, ja oder nein? Fußgängerzonen dort, wo sie hinpassen, aber das kann man nicht generalisieren. Wie sehen Sie das? Besser gemacht, sehr gerne. Dann bedanken wir uns. Genau. Das war sie. Das waren sie. Vielen Dank an Sie beide. Das waren sie also, die ersten drei Duelle der SpitzenkandidatInnen aus unserer gemeinsamen Serie von ORF 3 und ORF Wien zur Wienwahl 20. In Kürze geht es hier weiter mit der Analyse der Duelle bei Ingrid Thurnherr. Ich wünsche eine spannende Diskussion. Und die Highlights aus dieser Diskussion gibt es morgen in Wien heute und dazu einen Faktencheck. Danke, Paul. Und ich erwarte hier in Kürze Daniela Kittner vom Kurier und Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten und auch Peter Filzmeier wird sich zu uns gesellen. Dann reden wir über diese drei Duelle. In Kürze geht's los. Also bleiben Sie dran. Bis gleich.